Hallo ihr da draußen an den Empfängnisgeräten. Ihr merkt schon, ich bin mal wieder nicht zu sehen. Und wenn ich nicht zu sehen bin, gibt es meistens ziemlich trockene Theorie. Und da werde ich euch jetzt ein bisschen mit quälen. Das richtet sich so ein bisschen an die Anfänger und Einsteiger. Ich bin ja auch relativ aktiv in Facebook und auch in diversen Gruppen da in Facebook. Und immer wieder tauchen da so ein bisschen elektrisch dieselben Fragen auf. Ich habe jetzt so ein Atlantis und welchen Akku muss ich nehmen und wie viel Strom fließt da und darf ich den Akkuträger mit dem Verdampfer und darf ich da 0,3672 oben drauf wickeln? Ich denke mal, da gibt es ein bisschen Bedarf an ein bisschen Theorie und ich versuche es jetzt einfach mal so gut ich es kann und ich hoffe, ich kann es dem einen oder anderen erklären. Das ist immer mit dieser Erklärerei nicht so ganz einfach, aber ich gebe mir wirklich Mühe. Ich habe da mal was vorbereitet. Da ist es. Und zwar, wer die ersten zwei Fragen richten sich an Leute, die einen mechanischen Akkuträger haben. Das heißt, ihr habt so ein Rohr mit einem Taster. Ihr habt keine Elektronik. Ihr habt den 510er Anschluss, ihr habt einen Akku und ihr habt einen Schalter. Und über diese Formeln, die ich euch jetzt zeige, könnt ihr euch dann das ausrechnen. Da gibt es so ein schönes Formelrad, nenne ich es mal. Je nachdem, was ihr aufrechnen wollt, das ist hier in der Mitte. Und da draußen sind die dazugehörigen Formeln. Die habe ich hier mir in das Numbers. Das Numbers ist sozusagen das Excel für Apple, Leute. Hinterlegt und der rechnet euch das dann aus. Ihr könnt es über eine Webseite machen, die habe ich euch hier mal hingemacht. Die heißt, ich kann das nicht aussprechen, senkpilaudio.com Rechner-Ohm. Link mache ich euch unten in die Beschreibung. Da könnt ihr hier die Werte eingeben. Das zeige ich euch nachher aber noch mal einmal, damit ihr wisst, wie das funktioniert. Also, erste Frage. Wir haben zum Beispiel einen Atlantis, der hat 0,5 Ohm und wir haben eine Akkuspannung vollgeladen von 4,2 Volt. Wir rechnen jetzt idealisiert, dass im Normalfall bricht diese Akkuspannung, wenn ihr den Akku belastet, also befeuert, ein. Aber wir rechnen jetzt mal mit einer idealen Welt. Das heißt 4,2 Volt, 0,5 Ohm, kommen 0,4 Ampere bei raus. Jetzt machen wir das mal kurz in dem Rechner. 4,2 Volt. Widerstand 0,5, 8,4 Ampere. Stromstärke I ist das, was ihr ausrechnen müsst. Leistung 35 Watt. Das habt ihr hier auch. Also ihr könnt euch das über den Rechner sehr, sehr einfach ausrechnen. Immer die zwei Werte eintippen und die anderen zwei Werte rechnet ihr aus. Mache ich euch mal kurz vor. Ich sage 4,2 Volt und ich will 15 Watt haben. Dann rechnet er aus, ich brauche einen Widerstand von 1,176 Ohm und 3,5714 Ampere. Okay, das verlassen wir jetzt mal. Also, erste Frage. Ich habe zum Beispiel eine 1-Ohm-Wicklung, fließen 4,2 Ampere. Oder ich habe eine 0,3 Ohm-Wicklung, fließen 14 Ampere. Mit der Info muss ich jetzt gucken, dass ich mir einen Akku besorge, der diesen Strom kann. Das heißt, ich muss in den Datenblättern vom Akku gucken. Also ich kann jetzt auf irgendeine Seite gehen im Internet, die Akkus verkauft und schauen, ob ich da eine maximale Stromabgabe finde. Ich lotse euch jetzt mal auf www.akkuteile.de, weil die haben sehr viele Akkus. Da gucke ich als erstes nach, weil die einfach eine große Auswahl an Akkus haben und auch wenn es welche gibt, die Daten online hinstellen. Das machen aber auch alle anderen Händler, aber ich mache es jetzt mal so. Ich sage, ich habe einen Akku Typ 18650 und habe mir jetzt gekauft einen Maxel IMR bla bla bla. So. Und dann schaue ich hier unten, ich mache euch das mal größer, nach einem maximalen Entladestrom. Also der Akku kann 25 Ampere, das heißt mit meinen 8 Ampere bin ich da auf der absolut sicheren Seite. Jetzt mache ich mal ein anderes Beispiel. Nimm mal einen 18350, so einen kleinen, die sind eben von der Stromabgabe nicht. Nimm so ein E-Fest, jetzt nichts so wahnsinnig Tolles. Da sieht man eben, der hat eine, oh, bei dem schlechtes Beispiel. Der hat es gar nicht angegeben. Blöd. Also, da muss ich dann nachfragen. Nehmen wir mal so ein Purple. Ich hoffe, da hat er was angegeben.
Maximaler Ladestrom 10,5 Ampere. Das heißt, der würde in meinem Nautilus-Beispiel hier oben mit 0,5 auch noch gehen. Da hat man ja 8 Ampere. Wenn ich natürlich jetzt sage, ich will 0,15, weil mir irgendeiner gesagt hat, ja, das muss ich so machen, das ist super Cloud-Chasing-mäßig, dann brauche ich einen Akku, der 28 Ampere kann. Das heißt, ich gehe wieder auf meine Akkuseite und schau mal, ob ich da was finden würde. Jetzt muss ich das wieder kleiner machen. So, 18,650. Dann kann ich sagen, okay, ich gucke mir mal alle über 20 Ampere. Da ist die Auswahl nicht so wahnsinnig groß. Und da nimmt man dann mal so einen Konion VTC irgendwas. Zum Beispiel, der kann jetzt 30 Ampere. Der würde dann zum Beispiel funktionieren. Da müsst ihr halt einfach schauen, welcher Akku kann diesen Strom liefern. Oder man hat es andersrum, ihr habt jetzt einen Akku zu Hause rumliegen, habt nachgeschaut, wie viel Ampere kann der. Wir haben jetzt mal hier 8 Ampere, so ein AW-Akku, diese roten, die können 8 Ampere. Welchen Widerstand darf ich denn da maximal oder minimal, muss man sagen, draufschrauben? Das habe ich hier eingegeben, dann kommen 0,53 oben raus. Das kann man ausrechnen. Widerstand ist Strom, Spannung durch Strom. Das habe ich hier als Formel hinterlegt. Und deswegen kommt dann da eben 0,5 raus. Oder andersrum, ihr habt einen Akku, der kann 15 Ampere, da dürft ihr runter bis 0,28 Ohm. So, das sind eigentlich beide Sachen, die man braucht für einen ungeregelten Akkuträger, für einen mechanischen Akkuträger. Ein bisschen anders sieht die Sache aus bei geregelten Akkuträgern, bei Wamos, bei Provaris, bei diesen ganzen DNA-30-Boxen, bei diesen SX-Boxen. Da ist es ein bisschen anders, und zwar ist da der Strom, der rauskommt, nicht gleich der Strom, der aus dem Akku kommt, weil da drin ist ja noch eine elektronische Schaltung, die regelt irgendwas, transformiert irgendwas hoch oder runter. Das könnt ihr nicht einfach so ausrechnen, sondern da müsst ihr ins Datenblatt gucken. Da habe ich euch hier mal das Datenblatt vom DNA30 hingemacht, und da gibt es einen Input Current, Minimum 1,5 Ampere, typisch 6 Ampere, maximal 12 Ampere. Das heißt, wenn ihr einen DNA30 habt, müsst ihr einen Akku raussuchen, der einfach 12 Ampere kann. So, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Die andere Sache ist natürlich, kann mein Akkuträger, mein geregelter, überhaupt die Leistung an meinen Verdampfer abgeben? Dann nehmen wir mal das Beispiel Provari, da habe ich euch hier mal die technischen Daten hingemacht. Interessant ist da die Ausgangsspannung, maximal sind 6 Volt. Und den Ausgangsstrom, maximal sind 5 Ampere. So, die zwei Werte merken wir uns jetzt mal. Das Gerät kann 20 Ampere, maximal 6 Volt. Das heißt, wir können keinen Widerstand aufschrauben, der größer ist als 1,8 Ohm, wenn wir 20 Watt dampfen wollen. Oder andersrum, nach unten 20 Watt, 5 Ampere. Heißt, wir können keinen Verdampfer aufschrauben, der kleiner ist als 0,8 Ohm. Als ein Satz zusammengefasst heißt das, der Provari kann 20 Watt nur in einem Bereich von 0,8 Ohm bis 1,8 Ohm abgeben. Wenn er ober- oder unterhalb von den Werten sein, könnte er keine 20 Watt mehr dampfen. Das Ganze machen wir jetzt nochmal zum Beispiel für den DNA30. Da habe ich die Werte hier rausgeschrieben. Der kann maximal 30 Watt, kann maximal 8,3 Volt. Das heißt, ihr könnt maximal einen Widerstand von 2,3 Ohm aufschrauben. Das andere nach unten, 30 Watt, 10 Ampere. Das heißt, ihr könnt minimal einen Widerstand von 0,3 Ohm draufschrauben. Das heißt, wieder als Satz, der DNA30 kann im Bereich von 0,3 bis 2,3 Ohm 30 Watt liefern. Wenn man es jetzt mal auf die Provari-Werte runterrechnet, also auf 20 Watt, ich mache mal schnell die 20 Watt da rein, das heißt, DNA30 kann zwischen 0,2 und 3,44 Ohm 20 Watt liefern. Das heißt, der Bereich ist deutlich größer. Jetzt versteht ihr vielleicht auch die Kritik vom einen oder anderen YouTuber an dem Provari, weil er eben ein sehr schmales Band hat, wo er diese 20 Watt liefern kann. So,
Ich denke mal, entweder habe ich euch jetzt noch viel mehr verwirrt oder dem einen oder anderen konnte ich es vielleicht ein bisschen näher bringen. Es würde mich freuen, wenn ihr das drunter schreibt, ob das mir gelungen ist. Wenn ihr das Video vielleicht auch in euren Gruppen teilt, wenn einer eine Frage dazu hat, wenn ihr glaubt, dass das hilft, wenn er sagt, nee, das verwirrt nur, dann lasst es besser. In diesem Sinne würde ich mich dann wie immer, na, dampfend von euch verabschieden. Macht jetzt ohne Bild ja nun nicht so viel Sinn. Ihr könnt ja mal trotzdem dampfen. Und sage ciao, euer Kersten.